ist das ein Thema? Möchtest du drüber sprechen oder? Du meinst Sexualität im Alter? Ja. Es ist vor allen Dingen die Geschichte einer nachlassenden Tätigkeit. Weißt du, es trennen uns ja knapp 10 Jahre. Ja. Du bist sicherlich neugierig auf das, was da auf dich zukommt. Ja, weil ich habe das, also ich muss ehrlich sagen, ich empfände es als Erleichterung, wenn es weniger würde. Das? Also, ja. Menschen sind unterschiedlich. Und ich darf dir sagen, es ist eine Erleichterung. Gerade wenn man in jungen Jahren so Spielball des Triebes ist, wie wir das waren, kann man sagen. Damals gab es ja noch kein RTL. Natürlich. Wenn der Dämon des Triebes von einem abgelassen hat, oder wie ich auch oft sage, wenn die Bluthunde der Fleischeslust an der Kette liegen, beziehungsweise eines natürlichen Todes gestorben sind. Dann kann man sich den jungen Menschen, die ihre Triebe nicht im Griff haben, doch wieder überlegen fühlen. Und so schließt sich doch da ein Kreis. Als deine Hunde eingeschläfert wurden, war das plötzlich, dass du sozusagen rufst und sie kommen nicht mehr? Oder ist das, dass man feststellt, er will plötzlich nicht mehr mit raus? Ja? Oder er wedelt zwar noch mit dem Schwanz, er kennt einen aber nicht mehr? Ja, das Bild ist schön. Bei mir war es mehr so, ich habe das Stöckchen geworfen und er kam nicht damit. Thank you.